Ja, Leute, was es mit denen auf sich hat, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. So, hallo, wie ihr sehen könnt, ich bin an der Elbe, das erste Mal dieses Jahr und endlich mal, wie ich schon bei den letzten Videos immer gesagt habe, mal an einer anderen Stelle. Das ist die Stelle, wo wir letztes Jahr mit dem Justin gucken waren, wo wir dann aber nie geblieben sind, weil es ja im August war und doch relativ warm war und hier relativ wenig Schatten ist. Also ich habe jetzt Schatten da hinten bei den Bäumen oder eventuell hier bei dem Baum, dort ein bisschen ist noch Schatten, aber ansonsten wenig Bäume. So, ich bin jetzt soweit, ich habe das Zelt stehen, mein Sonnenschutz, den werde ich noch mal ändern, das gefällt mir jetzt nie so, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Was jetzt erstmal wichtiger ist, ist die Routen reinzubekommen. Erstmal Futter. Ja, wo denn? Wo? Da an die Buhnenspitze. Und da an die Buhnenspitze zu bringen. Genau. Also, erster Schritt: Futter aus dem Hänger holen. Und erstmal auf die Buhnenspitzen gehen. Und füttern oder vielleicht erstmal ein Deeper durchziehen und gucken, aber jetzt bin ich eh hier, jetzt muss ich eh das nehmen, wie es jetzt ist. Also vertraue ich auf meinen Instinkt und wie gesagt, fütter mal die Buhnenspitzen an und mache dann meine Routenstart klar und dann schaue ich mal, dass ich den Rest alles eingekrempelt kriege. Ich hatte heute übelst zu kämpfen mit meiner Gaskühlbox, die wollte und wollte nicht anspringen. Ich habe bestimmt eine Stunde dadurch Zeit verloren. Fand ich jetzt nie so pralle, aber gehört dazu. Zu Hause habe ich sie getestet, da sprang sie einwandfrei an. Und hier wollte sie nie. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie gar nie kommt. Das wäre natürlich voll scheiße gewesen, weil ohne Kühlung die 7 Tage ganz schön mies. Aber wie gesagt, läuft jetzt. Jetzt muss sie nur noch kalt werden, um mein Essen zu kühlen. Und dann passt das. Genau. Ich würde mich dann nochmal melden. Ich nehme euch jetzt mit. Wie gesagt, wir gehen jetzt füttern.
Dann werden die Routen vorbereitet, alles aufgebaut, Routen rein und dann hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser läuft als die letzten Male. Da sah es ja bei mir ganz schön mau aus. Hab schon länger keinen Karpfen in der Elbe mehr gefangen. Und von Kraser will ich gar nie reden. Da war die letzte Mal gar nichts. Also, wie gesagt, Futter bei die Fische, auf geht's. So, jetzt schon mal schauen, wie ihr seht. Sieht ein bisschen noch wüst aus. So Leute, da hinten ist das Futter. Da müssen wir uns jetzt irgendwie rankämpfen. Wie ihr sehen könnt, oder nee, ob man sieht, nur Mais-Tigernüsse mit Boilies. Habe ich auch in den Videos vorher schon gesagt, fange ich an der Elbe gar nicht erst an. Da ist mir echt das Geld so schade, weil wie gesagt, ich weiß nie, was hier für ein Schussverkehr ist. Wenn hier ein Dampfer ankommt und mir die Buhne leer saugt und das ganze Futter wieder weg ist. Deswegen Tigernüsse und Mais, schön stinkig, muss reichen. So, da haben wir den ersten Eimer schon alle. Jetzt geht's zurück. Steht mein Zelt schief. Aber egal. Ja, jetzt geht's zurück. Jetzt wird eingeschrieben. Dann werden die zwei Routen startklar gemacht. Und dann fliegen sie rein. Und dann geht's ab. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich bin eigentlich guter Dinge. Aber naja, das war ich sonst auch mal ein bisschen. Aber habe eigentlich ein gutes Gefühl. Muss mal gucken. Wie gesagt, auf Schluck gibt mir da. Auf Schluck. Schon wieder ans Saufen denken. Nee. Aufschluss gibt mir natürlich dann, wenn ich einen Dieper mal durchgezogen habe und mal schaue, wie hier die Buhne aussieht. Vielleicht ist ja sogar in der Mitte von der Buhne oder so eventuell noch mal ein Hotspot. Das muss man mal sehen, wie es da aussieht. Fischaktivität habe ich jetzt so noch nie gesehen. Ein paar kleinere sind rumgesprungen heute schon. Aber mal gucken. Schauen wir mal. Wenn die Karpfen nie gehen, Barbe ist ja leider noch nie, die hat noch Schonzeit. Also da müssen wir die Finger von lassen. Aber die eine oder andere Brasse wird sich schon melden. Vielleicht ein schöner Döbel. Gucken. Gut Leute, so. Routenstartler machen. Hotpot aufbauen. Und ab geht die Luzi. Bis gleich.
Passt mal auf. Meine Tigernüsschen. Hier ist voll schwer reinzukommen. Wisst ihr wieso? Guckt euch mal an, wie schön schlanzig die sind. So liebt der Papa das. So, wir werden jetzt mal den Dipa durch die Buhne treiben lassen und mal gucken, wie es hier aussieht, wie tief die Buhne ist, was sie für eine Struktur hat. Bin ich jetzt mal richtig gespannt. Vorkämpfen. Ich hoffe, der Dipa ist geladen. Das vergesse ich immer gerne. Aber endlich habe ich ihn geladen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Leider, so wie es geplant hatte, ging es nie. Ich wollte, dass ihr mit live sehen könnt, aber von der Kamera, das sieht man dann nie vom Handy, das Bild. Also die Buhne ist mal richtig geil. Also ich habe jetzt dort vorne, wo ich liege, an der, dort sind 3 Meter und, also fast 4 Meter. Die Buhne an sich ist im Prinzip in der Mitte so 2 Meter. Du hast ein paar richtig geile Stellen und zwar da, also die Ecken. Dort ist es fast 3 Meter tief. Da bin ich schon echt am Überlegen, ob ich die linke Route, die ich jetzt an der Buhnenspitze habe, ob ich die hier vorne hinlege. Weil das ist ja eigentlich auch immer so ein Hotspot für Karpfen. Waren noch Fischsymbole, aber auf die Fischsymbole gebe ich jetzt nie so viel, weil, wie gesagt, da kann es manchmal anzeigen, dass was es will, aber dass es gar keine Fische sind. No. Ja, wie gesagt, müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, ob ich die Route mal dort vorne hin platziere. Mal schauen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. So, mal kurzes Zwischenupdate von der Nacht. Es war wieder, wie zu erwarten, sehr ruhig. Ich brauchte wieder nie raus. Oh, mich blendet gerade die Sonne hier. Ich brauchte wieder nie raus. Heute früh gab es dann einen richtigen Blauzer in der Buhne. Davon bin ich dann raus. Hab dann gleich meine Routen neu gemacht. Nochmal gefüttert. Ja, und ungefähr, wie spät haben wir es jetzt? 8.08 Uhr, vor einer halben Stunde, kam dann der erste Döbel mal wieder zum Vorschein. Ja, jetzt lasse ich mir gerade den Kaffee durchlaufen und erstmal ein schönes Käffchen trinken. Ja, Karpfen Graser, wie ihr ja sehen konntet oder wie ihr besser nie sehen konntet, gab es mal wieder nie. Gucken, wir haben jetzt schon wieder Sonntag. Ist jetzt schon wieder der dritte Tag. Mal gucken. Ich habe mich gestern noch mal mit dem Frank geschrieben. Sehr sympathischer Typ. Habe ihn auch persönlich schon mal kennengelernt. War mich schon mal in der Elbe besuchen. Zieht ziemlich oft richtig schöne, geile Fische. Fährt ziemlich oft nach Frankreich. Kennt sich aber auch in der Elbe super aus und hat mir halt gesagt, dass ich mir eine richtig beschissene Zeit ausgesucht habe, um jetzt einen Elbe-Trip zu starten, weil die Fische sich jetzt alle schon erfahrungsgemäß von seiner Standpunkt aus in den Flachwasserbereich, in den großen Flachwasserbereich zurückziehen, den man hier in der Nähe hat. Ja, und sich dort dann im Prinzip zum Laichgeschäft sammeln. Das Problem ist nur, man kann da nicht mehr angeln. Es wurde zum Naturschutzgebiet erklärt. Schutzzone. Sehe ich auch alles ein, ist auch alles richtig. Frank hat gesagt, dort haben es halt die Angler übertrieben. Da wurden zum Beispiel die Zander von den Laichnester runtergezogen. Aber da konnte man halt gut die Karpfen abgreifen zu der Jahreszeit. Ja, ändert ja nichts an der Situation. Ich bin jetzt trotzdem hier. Ich bleibe jetzt auch hier. Ich ziehe das jetzt durch. Vielleicht kommt ja doch nochmal ein Trupp vorbei. Graser wäre ja auch noch. Die werden ja jetzt nie alle hoffentlich gleichzeitig sich versammelt haben und losziehen zum Laichen. Ja, mal gucken. So, ich werde mir jetzt erstmal meinen Kaffee kredenzen. Ihr werdet sehen, ab was kommt. Bin selber gespannt. Ich hoffe, drückt mir die Daumen. Ich melde mich später nochmal bei euch. In dem Sinne, reingehauen. So, haha, es hat funktioniert, der Plan ist aufgegangen. Kurz nachdem ich ein paar Leuten geschrieben habe, dass hier weiter nichts geht, es ziemlich trostlos aussieht, gab es auf einmal zwei kleine Pieper an der Route, weil ich schon war, wieder Prasse oder Döbel und auf einmal war die Route krumm und der Bissanzeiger schrie off und da weiß der eigentlich schon, was Phase ist, genau, dann direkt in den Hauptstrom geballert. Der Gute, da hast du ganz schön zu tun. Also der war jetzt 11,89 Kilo, also jetzt noch nie allzu schwer. Also da gibt es an der Elbe wesentlich
kräftigere oder größere Karpfen, aber wie gesagt, vom Drill her denkst du, wenn die im Hauptstrom sind, du hast sonst noch was dran. Also es ist schon brutal. Deswegen fahre ich so gerne an die Elbe, weil wie gesagt, da machen auch in Anführungsstrichen die kleineren Karpfen übel Spaß, weil die haben so eine Power. Kannst du mit dem See, kannst du das nie vergleichen. Also mein größten Karpfen, den ich bis jetzt am See hatte, der war 21 Kilo, der hat überhaupt kein Drill geliefert, weil der irgendwo drinne hang, den haben wir so rausgeholt, ohne viel zu drillen. Also da habe ich lieber hier solche Karpfen an der Elbe, die den Hauptstrom rausballern und dann da übelst Druck auf die Rute geben und du richtig schön pumpen musst. Ja, da ging Papa das Herz auf, hat gebummert hier, ging's los, wo die Rute krumm war und ich den guten drillen konnte. Ja, wie gesagt, das denkst halt immer, das ist ein größerer, aber wie gesagt, der Anfang ist gemacht. Bin zufrieden. Gemessen habe ich ihn jetzt gar nicht, wie gesagt. Brauche ich auch nie, das Gewicht zählt und jetzt schauen wir mal, was noch so kommt. Geil, freut mich. Dritten Tag. Jetzt geht's hoffentlich so weiter. Geil, oder? Elbe Schubi. Es hat funktioniert. Geil. Jetzt kann es weitergehen. Schönes Teil. So. Jetzt doch der Gute wieder, hat mir einen Öskampf geliefert, wieder ins Wasser. Leute, das ist so geil, habe ich gerade zwei Rotmilan, also ein Pärchen, die sind hier irgendwo in die Bäume haben die ein Nest. Die haben gerade, weder hat das Männchen das Weibchen gefüttert oder andersrum, jedenfalls gab es gerade eine Maus. Ich krieg sie bloß nicht mit der Videokamera, weil da muss ich näher ran. Da kann ich nicht so weit ranzoomen. Aber dann sind die jedes Mal wieder weg. Die sind ja nie blöd. Die sehen mich ja eher als ich die. Und ich will sie aber auch nie verärgern, wenn die wirklich hier irgendwo brüten. Nicht, dass sie dann das Gelege sein lassen, weil sie sich irgendwie bedroht fühlen oder weiß ich was. Deswegen, weder ich hab mal das Glück und krieg sie von meinem Zelt aus, noch einmal, dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen günstiger sitzen. Ansonsten, das sind geile Tiere. Gefallen mir.
So, mal ein neues Update. Und zwar lief Elvis Schuppi Nummer 2. Ich hatte Besuch da gehabt. Und kurz nachdem der weg war, habe ich gesagt, jetzt gehst du mal füttern. Habe auf Bienenruten neues Futter drauf gehauen. Und habe mich dann hingesetzt, mit meiner Familie telefoniert und auf einmal gab es einen Vollrand. Ja, und da kam Elvis Schuppi Nummer 2 raus. Schön. Mal gucken, ob es so weitergeht oder ob das jetzt eher ein doch Zufall war. Aber zwei Fische an einem Tag an der Elbe hatte ich noch nie so oft. Mal gucken. Scheinen sie ja da zu sein. War ein bisschen leichter, also was heißt ein bisschen leichter, der war jetzt 7,8 oder so, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ne? Der andere war ja 11,89, ist noch Potenzial nach oben, aber an der Elbe zählt ja jeder Fisch. Wie schon gesagt, man kann Sternstunden hier erleben. Und man fängt einen nach dem anderen, wenn sie da sind. Kann aber auch genau andersrum sein. Du sitzt hier 10 Tage und fängst keinen, weil die Kollegen einfach nie bei dir vorbeikommen. Aber so sieht es erstmal ganz gut aus. Der Wasserstand geht ganz schön runter. Mal sehen, vielleicht spielt man ja das auch ein bisschen in die Karten, dass wir jetzt hier fallenden Wasserstand haben. Naja, freut mich. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Leute. Elvis Schuppi Nummer 2. Ein bisschen leichter, der Kollege. Mit 7,8. Aber Karpfen an der Elbe ist Karpfen an der Elbe und die sind umkämpft. Also ich bin über jeden Fisch glücklich. Schön, herrlich. Läuft. Zweite Karpfen an einem Tag hatte ich an der Elbe selten. Schön. So, damit habe ich jetzt die 2 Karpfen gefangen, Anti-Blow-Out-Rig, mit 2 Tigernüssen drauf. Abstand eigentlich meines Erachtens schon fast ein bisschen weit, aber funktioniert ja. Sitzen auch immer gut. Blei klingt auch super aus. Top-Off-Montage, wenn es irgendwo hängen bleibt. Zieht sich hier unten raus, Blei klingt aus. Ich kann die Karpfen ohne Blei drillen. Macht es erheblich einfacher. Genau, das ist mein Rig, mit dem ich jetzt die 2 Fische fangen konnte.
Update. Es gab Karpfen Nummer 3 hier aus der Elbe. So Leute, der nächste Schuppi ist da. Nummer 3 für die Elbe. Kleiner Fighter. Kam sofort in die Buhne rein und wollte da aber noch ein bisschen kämpfen. Schön. Ganzen Tag ging nichts und dann außen nichts heraus. Ging er ab. Jetzt ein kleiner Fighter, kam sofort in die Buhne reingeschwommen und in der Buhne hat er dann noch einen kleinen Fight geliefert. Wollte nie so wirklich raus. Ja. Läuft, also bin zufrieden. Jetzt können wir bloß noch ein bisschen an der Größe arbeiten. Jetzt möchte ich langsam alles so ein bisschen sicher machen, weil wir sehen können, da hinten kommt nämlich was auf mich drauf zu. Ich hoffe, es bleibt nur Regen, kein Gewitter. Drüben sind schon Regenstreifen. Gucken, hinter mir wird schwarz. Ja, mal sehen. Kennen wir ja an der Elbe. Aber schwere Gewitter sind zum Glück nie angesagt. Wenn, dann ist es was Leichtes. Oben habe ich weiters Kinn. Na ja, gut, ja. Ja, muss mal sehen. Gut, wenn sich was tut, melde ich mich nochmal. Bis später. Es regnet da hinten. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich hier. Ich bin so im Karpfen, als ich dachte, der nächste Karpfen ist unterwegs. Ich kam in die Buhne rein, und ich dachte, man wird Raser. Dann kommt der Böbel hier raus. Jetzt schon früher am Schöps. Jetzt wird das Loch in den Arsch gefreut. Gut, lass mal hier schwimmen. So Leute. Der größte bis jetzt. Schaut mal euch an. Schöner, geiler Elbe-Schuppi. Puh. Wahnsinn. Leute, das ist der Wahnsinn. Den anderen gerade verarztet, also was heißt verarztet? Eine halbe Stunde her, wo der andere ablief. Dieselbe Route, selbe Buhnenspitze.
die nächste. Das ist Wahnsinn. Ich bin so happy. Die nächste. Herrlich. Geil. So Leute, ich muss mal ein Update geben. Und zwar, das ist ja richtig Bombe, was heute hier läuft. Also ich hörte jetzt innerhalb von einer halben Stunde zwei Fische. Ein und dieselbe Rute. Ein und dieselbe Buhnspitze. Da war auch der größte dabei, den ich bis jetzt habe bei den Ansitz. Also scheint wirklich an der Elbe mal eine Sternstunde zu erleben. Die letzten Jahre lief ja doch ein bisschen mau. Da gab es nicht so viel Fisch. Aber jetzt bin ich bei Karpfen Nummer 5. Zig Prassen. Nee, Quatsch. Ganz paar Döbel. Prassen jetzt gar nicht so viel. Da hatte ich glaube ich erst 3. Genau, genau. Gut. Also, wir hören uns morgen, würde ich sagen. Bis dahin. Alles safe. Hallo, ja, wer sehen könnt, heute dick eingemummelt, hat so das Gefühl, man ist wieder Mittag gelandet, nach den warmen Tagen jetzt, wo man Sonne holte. Und heute hier, Wind bewölkt, richtig eklig. Gut, dann gab es heute früh einen Lauf, Vollrun, als ich an der Route war und angeschlagen habe. Dann habe ich schon gemerkt, dass irgendwo hängt. Mal den Hänger habe ich gelöst bekommen, aber es war leider kein Fisch mehr dran. Vermute mal, dass es ein Karpfen gewesen ist. Obwohl die großen Döbel, die Maschine hier ab, da denkst du auch, das ist Karpfen. Ja. Gut. Jetzt werden wir mal schauen. Erstmal ein Käffchen machen. Hey. Beißt. Ja, grüßt euch Leute, so mal ein kurzes Update. Heute lief den ganzen Tag eigentlich nichts. Heute früh kamen die letzten zwei Bisse und dann war es ruhig den ganzen Tag. Nie in Pieps. Ich vermute mal, dass die Karpfen auch diesen Wetterumschwung damit zu tun haben. Das ist ja wirklich vom Sommer gefühlt. Jetzt schon wieder in Herbst reingegangen. Also ist ungemütlich. Wie ihr sehen könnt, ist zwar wolkenfrei, aber der Wind macht es kalt. Brrr. Und die Nacht soll auch richtig runtergehen.
Also bis 5 Grad oder so kriegen wir, glaube ich, hier. Mal sehen. Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, vermute ich mal, dass dieser Wetterumschwung den Karpfen da auch ein bisschen zuspielt, mitspielt. Weil, wie gesagt, da ging heute leider nichts. Ja, wir müssen mal sehen. Gucken, wie es die letzten Tage dann wird. Beschweren will ich mich gar nicht. Wie gesagt, gestern oder mit die 5 Karpfen, die man bis jetzt habe, lief es ja richtig gut. Besser als sonst immer. Alles andere wäre jetzt Bonus. Wie gesagt, ich würde mich noch über einen Graser freuen. Oder mal was Größeres. Mal sehen. Vielleicht kommt ja heute auch noch was. Manchmal ist ja doof. Wir haben es jetzt ungefähr so 8:30. Wir werden sehen, was passiert. Gut, also, wir sehen uns spätestens morgen früh. Außer es tut sich was da an die Ruten. Dann sehen wir uns eher. Also, bis dahin. Ciao. Wasser weg. Und Wasser kommt. Hallo, so, guten Morgen. Die Bedingungen könnten aktuell nicht schwieriger sein hier an der Elbe. Wir haben ja den Wetterwechsel gehabt von den warmen Temperaturen auf die kalte Temperatur. Wir hatten die Nacht aktuell hier an der Elbe 5 Grad gehabt. Momentan zeigt mein Thermometer aktuell 10 Grad an. Das ist alles nicht besonders viel. Ja, und dazu kommt jetzt noch, dass wir steigenden Wasserstand haben. Und steigender Wasserstand war immer, dass es an der Elbe kaum Bisse gab. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wo wir mal gut gefangen haben oder wo wir mal gefangen haben, wenn das Wasser gestiegen ist. Maximal mal ein paar Brassen oder so, aber Karpfen oder Graser wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, aber ich werde damit leben müssen. Heute ist ja schon wieder Mittwoch. Ich habe ja bloß noch heute Donnerstag und das bisschen Freitag. Ich weiß noch gar nicht, wenn ich Freitag starte. Das muss ich mir nochmal überlegen. Und dann denke ich mal, wird das Wasser so schnell jetzt hier nie runtergehen. Ich muss dann mal Pegel schauen, wie sich das verhält. Ob es eine Messstation weiter schon wieder runtergeht oder zwei. Da könnte es eventuell, aber ja, wie gesagt, muss ich gucken, wie es aussieht. Ja, ansonsten die Nacht wie immer. Gab nichts. Aber war ich jetzt auch die Nacht so nie ganz so böse bei den kalten Temperaturen. So. Ich werde mir jetzt erstmal Frühstück machen, schönes Käffchen, was Warmes in die Wompe reinkriegen. Was essen, dann gestärkt in den Tag starten und mal sehen. Vielleicht ist ja wie gesagt alles unerwartet an der Elbe, man kann ja hier nichts einplanen. Vielleicht kommt ja doch ein Trupp wieder vorbei, so wie jetzt in einem Tag und dann geht der Post wieder ab. Wir schauen. Gut, also bis später, Leute. Thank you.
So, guten Morgen, Leute. Ja, was gibt's nur zu berichten? Und zwar bin ich ja jetzt einen Tag länger als eigentlich geplant. Eigentlich sollte es ja gestern nach Hause gehen. Aber die Nacht von Donnerstag zu Freitag hat mich tierisch Magen-Darm erwischt. Und da war gestern der ganze Tag im Prinzip völlig für den Arsch. Ja. Deswegen habe ich mich mit meiner Frau kurz geschlossen. Und ich habe noch eine Nacht dran gehangen. Heute geht es mir wieder besser. Die Magenkrämpfe sind weg. Ich fühle mich wieder viel besser. Ich habe nicht mehr so wackelige Beine. Genau. Ja, so ein bisschen gelohnt hat sich's, dass ich noch eine Nacht dran gehangen habe. Gestern kam noch ein Krapfen. So, doch nochmal ein Schuppi. Eigentlich wollte ich heute schon lange los sein. Bloß ich hatte seit gestern Magen-Darm dahin gerafft. Und ich habe heute fast nur auf der Liege gelegen. Von daher ein kleines Trostpflasterle. Genau. Und ein schön großer Döbel. Den Döbel habe ich aber nie abgefilmt. Weil, wie gesagt, gestern war mir eigentlich alles fast zu viel. Ja, war wieder ein kleinerer Schuppi. Mit so 7,6 Kilo hat er gehabt. Aber wie gesagt, es gab noch mal einen Fisch. Von daher bin ich vollkommen glücklich mit der Session. Jetzt geht's aber definitiv nach Hause. Einen Kaffee werde ich weglassen. Das muss, glaube ich, noch nie sein. Ich werde jetzt so langsam meine ganzen Sachen einpacken. Wir haben es 5.49 Uhr. Ich denke mal, dass ich hier spätestens, also allerspätestens um 10 Uhr losfahren werde. Eigentlich wollte ich ja heute beim Fußball bei die Kiddies mit sein. Aber das hat sich nach gestern dann alles doch ein bisschen zerschlagen. Ich werde mich dann nochmal bei euch melden. Mal schauen, vielleicht kommt ja sogar noch was. Man weiß es ja nie, das geht ja hier von Blitzblatz, ach egal, ihr wisst, was ich meine. Genau. Gut, also, wenn noch was passiert, dann melde ich mich. Ansonsten haben wir dann nochmal zum Abschlusswort von der Session. Also, bis später. We'll be right back.
So Leute, mein Abschlusswort für die Session hier an der Elbe, und zwar richtig geil. Also ich konnte 6 Karpfen landen. Döbel, ein paar Brassen, aber noch lange nicht so viel Brassen wie sonst immer, also wirklich, wenn dann mehr Döbel, und wie gesagt, 6 Karpfen, also 6 Schuppis, leider wieder kein Graser dabei, aber wie gesagt, damit kann ich leben, also haben wir diese 2 und das den Glücksbringer von meiner Frau, den ich aber jetzt hier nie zeige, wirklich Glück gebracht. Nee. Also ich denke mal schon, aber wie gesagt, es war eine andere Buhne mit einer anderen Struktur, viel tiefer als die ich sonst immer fahre, sehr materiallastig, also sehr viel Steine, also ich hätte ganz paar Abrisse, die Karpfen habe ich zum Glück alle rausbekommen, aber so hatte ich ein paar Montagen verloren in den Steinen am Bodenkopf. Gut, nun geht's nach Hause. Es hat Spaß gemacht, mit einem beschissenen Takt mit dabei gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes beschissen, aber allen in allen war es schon schick gewesen, genau. Wir werden schauen, ob wir im August hier wieder aufschlagen mit Junior oder ab uns woanders hin verschlägt. Das müssen wir mal sehen, je nachdem wie die Wetterbedingungen alles sind. Das spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Auf jeden Fall sage ich für diese Session von der Elbe goodbye. Wir sehen uns wieder. Euch sehe ich hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.